Hallo und willkommen zu Videospielgeschichten. Heute widmen wir uns dem G-Virus aus Resident Evil. Der G-Virus wurde 1988 von Umbrella durch unzählige Experimente an Lisa Trevor erschaffen. Trevor wurden verschiedene mutagene Viren wie der Progenitor-Virus sowie der NE-Alpha-Typ-Parasit injiziert. Letztlich entstand ein neuer Virus, den sein Schöpfer William Birkin den God-Virus, kurz G-Virus, taufte. 1998 wurde der G-Virus in Raccoon City von William und seiner Frau Annette Birkin fertiggestellt. Ursprünglich hatte William Birkin eine Vereinbarung mit Umbrella getroffen. Der Konzern sollte den Virus erhalten. Stattdessen wollte Birkin den G-Virus nun an die US-Regierung verkaufen. Umbrella entsendete daraufhin das USS Alpha Team. Sie sollten den Virus beschaffen. Als Birkin mit der Einheit konfrontiert wird, erschießt sie das Alpha Team kurzerhand. Er hielt eine Probe des Virus in seinen Händen und injizierte sich diesen ohne zu zögern. Die Mutation setzte sofort ein. Der Virus verleiht seinem Träger starke Mutationen, ein stark ausgeprägtes Regenerationsvermögen sowie im Wesentlichen die Gewährung biologischer Unsterblichkeit. Die Mutationen hören niemals auf. Wenn die infizierte Person Schaden erleidet, schreiten die Mutationen schneller voran und passen sich den Wunden an. Der Wirt verliert allerdings auch seine Menschlichkeit, seine Moral und schrittweise seine Erinnerung. Er wird zu einem instinktgesteuerten Ungetüm. William Birkins Mutation setzte schnell ein und er konnte Rache an seinen Schlechtern, dem Alpha-Team, nehmen. In der Prozedur wurde der T-Virus freigesetzt, der durch Ratten in Raccoon City verbreitet wurde. Dieses Ereignis führte letztendlich zur vollkommenen Vernichtung der Stadt. Birkin bekam seine Rache. Dafür war er nun Sklave der reproduktiven Instinkte des Virus. Im Gegensatz zum T-Virus überträgt sich der G-Virus nicht durch physische Infektionen, wie zum Beispiel eine Bisswunde. Die G-Kreatur injiziert ihrem Opfer oral einen Parasiten. Ist der Wirt DNA-kompatibel, also zum Beispiel wenn er dieselbe Blutgruppe hat, assimiliert der Parasit den Körper und lässt diese mutieren. Wenn nicht, wie bei Chief Irons, wächst der Parasit schnell heran und sprengt sich aus dem Brustkorb des Wirtes. Das Wesen wächst danach in kürzester Zeit aus. William Birkin gelang es seiner Tochter Sherry Birkin ebenfalls einen Parasiten einzusetzen. Durch die Hilfe von Annette Birkin, die von ihrem Ehemann niedergemetzelt wurde und an den Verletzungen starb, konnte Claire Redfield ein Heilmittel herstellen und es Sherry rechtzeitig verabreichen. Sherry behielt nebenbei bemerkt die regenerativen Fähigkeiten, die der Virus seinem Träger verleiht. Damit wurde die einzig bekannte erfolgreiche Infektion mit einem Parasiten gestoppt. William durchlitt einige Mutationen, die der unkontrollierbare G-Virus verursachte. Jeder einzelne entstellte seinen Körper mehr und mehr. Sobald der Körper genug Schaden erleidet, fängt er an, sich zu regenerieren und mutiert in eine stärkere Form. Bei einer der Mutationen von William wanderte sein Kopf auf seinen Brustkorb, während ihm ein neuer Kopf, wie es den Anschein hat, auf seiner Wirbelsäule wächst. Bei den nächsten Mutationsstufen verliert er zunehmend sein menschliches Erscheinungsbild. William durchlebte insgesamt 5 Mutationsstufen, bis er sein trauriges Ende in der Explosion des Zuges fand, mit der Leon, Claire und Sherry aus der Stadt flüchteten. Noch ein paar Infos zum Schluss. Der G-Virus wurde nach Raccoon City ein weiteres Mal eingesetzt. Curtis Miller wurde im Animationsfilm Resident Evil Degeneration mit einer Probe infiziert und mutierte in eine ähnliche, abscheuliche Gestalt wie William Birkin einst. Seine zweite Mutationsstufe unterschied sich allerdings stark von der von Birkin. Auch er starb in einer großen Explosion. William und Annette Birkin entwickelten außerdem das Heilmittel Devil, der Name steht irgendwie in Kontrast zu dem God-Virus. Das Mittel verhindert, dass der Virus den Körper übernimmt. Er funktioniert lediglich bei Patienten, die dem Virus noch nicht erlagen, also Menschen, die erst vor kurzem mit einem Parasiten infiziert wurden. Derek Simmons benutzte den G-Virus, um mit ihm den Chrysalide-Virus zu entwickeln, der in Resident Evil 6 zum Einsatz kommt. Ob es noch existierende Proben des G-Virus gibt, ist, zumindest mir, nicht bekannt. Jedoch trägt Sherry Birkin nach wie vor die Überreste des Virus in ihrem Körper.